Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW 28 vom 8. bis 10. Juli 2019. Am Montag ist es nur regional warm. Im Rhein-Main-Gebiet werden bis zu 22 Grad erwartet. Weiter am Niederrhein sind stellenweise bis 24 Grad möglich. Sonst bleibt der Tag recht kühl mit 16 bis 18 Grad. Im Bergland auch unter 16 Grad. An den Küsten kann es gebietsweise bis zu 12 Grad frisch bleiben. Von Sachsen bis NRW nordwärts gesehen kann es stellenweise Regenschauer geben. Diese fallen aber nur leicht aus. Der Dienstag ist wieder etwas wärmer. Nur von Niedersachsen bis nach Westthüringen bleibt es mit 13 bis 16 Grad recht frisch. Sonst sind 17 bis 21 Grad möglich, am Niederrhein bis 23 Grad. Dabei bleibt es im Süden freundlich. Zum Norden hin nimmt die Bewölkung stets zu. Schauer bleiben eher aus am Dienstag, es bleibt trocken. Auch der Mittwoch wird nochmals einen Tick wärmer. Vom Saarland bis Südhessen sind bis zu 25 Grad möglich, auch am Niederrhein sind bis zu 25 Grad dabei. Sonst sind eher 17 bis 22 Grad zu erwarten. An der Nordsee und im Emsland sind nur 14 bis 16 Grad. Vom Emsland regnet es auch bis nach Thüringen hinein. Über die Nacht kann das Regenband auch Sachsen-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Laut den Modellen schwächen sich die Niederschläge aber bis dahin etwas ab, sodass die Regionen weiterhin mit zu trockenen Böden rechnen müssen. Das war das Wetterupdate. Ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Ciao und bye bye, euer Cedric.